Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Diablo 3 auf Meister. Wir sind hier wieder im südlichen Hochland zurück. Ne, es ist nichts passiert, keine Angst. Ich bin nur direkt schon ins Portal geschritten, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich denke mal, das ist noch halb so wild. Und jetzt geht's hier weiter mit der großen Entdeckungstour im Hochland. Im südlichen Hochland zumindest mal. So, okay. Wir tauchen schon direkt mal wieder ein paar Gegner mehr auf. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. So wie steht man fest. So ein richtiger Weg bedeutet, wir müssen gleich mal schauen, dass wir nichts übersehen haben. Ja komm, mein Tier stirbt. So, zack. Ja, dann ist, wenn das so weitergeht, ist mein Inventar gleich wieder übervoll. Okay, eine wilde Bestie noch einmal und dann hoffe ich mal. Zack. So, schauen wir einfach mal hier drauf. Okay, dort geht's weiter. Moment, jetzt muss ich gerade mal die Karte ein bisschen nach rechts ziehen am besten. So, hier kann man nochmal langlaufen, dann vielleicht mal hier runter und dann von dort aus, denke ich mal hier lang. Weiß nicht, ob der Weg dann in die Richtung weitergeht oder hier rum. Aber wir werden jetzt hier langlaufen, hier rüber und dann hier. Quasi der Hand folgend, ne? Kastra-Barrikade, ja, da müssen wir dann, da geht's dann weiter. Okay, also Leute, da habt ihr zumindest mal einen Plan davon, was zumindest mal jetzt in den ersten Minuten hier geschehen wird. Ich meine, klar, wenn nicht viel Widerstand auftritt, dann geht das natürlich auch recht schnell vonstatten. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ne? Das ist, je nachdem, was für Gegner auftauchen, kann es auch mal länger dauern. Das ist halt immer die Frage. So, was haben wir denn hier? Eine Schlucht? Eine Schlucht, da kommt wieder der schöne Pfeil. Und tatsächlich scheint hier aber nichts mehr zu sein. Okay. Vielleicht hier hinten noch irgendwas? Felssaufen. Mit ordentlich Gold drunter. Ja, Gold. Ich klinge irgendwie viel zu gierig, oder? So, den Weg, den hätten wir uns nicht sparen können. Das Gold haben wir gefunden. Okay, es hat sich also trotzdem gelohnt. Dann gehen wir wieder hier hoch in Richtung Kastra-Barrikade. Denn das ist ja irgendwo unser Ziel. Ups, während ich mal hier gegen die Steine und gegen die Bäume laufe quasi. Und dort, ich fände es geil, wenn man hier überall noch hingelangen würde. Ja, klar. Ich meine, das war damals, ne, zu dem Zeitpunkt. War das schon optimal, was hier gemacht wurde, ne? Ich finde es trotzdem schön. Ich bin jemand, der gerne die Dinge richtig erkundet und auch also Gebiete und so weiter richtig erkunden. Die Karten, die Maps. Ja, Städte, Felder, Dörfer, was weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Ja, je nach Spiel und das hat mir eigentlich schon mal so richtig Spaß gemacht. Hier ist noch ein Gegner, ein Hochlandwandler. Ja, dein Diener muss jetzt leider sterben, Verzauberin. Oh, mein Liebelein, sorry, aber ist halt so. Aber schön, dass er uns mal wirklich gar nicht angreift, solange wieder noch ihr Diener ist. Finde ich gut. Macht unser Liebchen richtig gut, dass sie da die Gegner teilweise auf unsere Seite zieht und für uns kämpfen lässt. Oh. Der Stab ist unser. Ja, ja, der Stab ist euer. So, die wollen den Stab haben. Wir wollen ihn natürlich nicht rausrücken. Logischerweise, oder Leute? So, und dauert auch nicht lang. Dann dürfen wir hier durch sein. Während der mal hier... lass doch mal mein Liebchen in Ruhe. So, mein Liebelein ist in Sicherheit wieder. Und wir können hier reinlaufen. Achso, die greifen mal gleich da oben die an. Ja, gut. Ist natürlich auch nicht verkehrt. So. Noch nicht bereit. Ja, noch nicht bereit. Das macht nichts. Ich bin bereit, das reicht, ne? So. Ey. Mein Liebchen. So. Okay. So. Okay, also, die haben nicht großartig, also nicht wirklich großartig eine Chance gegen uns. Können wir uns tatsächlich, upsa, hier in Ruhe umschauen. Sag mal, Leute, totes Tier. Und natürlich ist auch das ein Hinterhalt, logischerweise. Das sind die Kastra-Leute. Man kennt es ja mittlerweile, also ich zumindest kenne das. Toter Dorfbewohner. Ich versuche natürlich richtig viel aufzufahren, um uns hier aufzuhalten.
Beziehungsweise um den Stab zu bekommen. Das ist so viel, denke ich mal, muss man auch mal sagen. Wir wollen ja den Stab haben. Wir sind denen wahrscheinlich egal, aber der Stab, der ist denen ganz wichtig. Ja, unsere Aufgabe, was müssen wir eigentlich machen? Ja, bevor ich sie nebenbei so gar nicht mal erwähnt habe. Wir müssen den Innenhof von Leorix Anwesen finden. Na, nur damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Ich glaube, da oben geht's lang. Das heißt, wir gehen erstmal hier rüber. Wobei, geht's nicht hier lang? Ne, da geht's lang. So, sie ist... Ey, blöd, Mann. Na gut, dann kämpfen wir halt zuerst hier. In dem Garten. Oh, auch Mensch. Ich bleib mal lieber bei mir im Kreis drinne. Bringt fast nicht mehr wert. So, sag mal, ein bisschen Sicht schaffen. Geist des Mondlands. Geister, ich darf mal schon Geister an hier. Und Sefus der Gierige. Das ist jetzt ein Champion. Ey. Der uns hier. Ich weiß nicht, ist das der Champion oder sind das die anderen, die uns ab und zu mal wegschleudern? Das sind die Fähigkeiten, worüber ich mich schon mal aufgeregt habe, weil das geht mir auf den Keks, ne? Genau das hier. Die schleudern uns irgendwo hin und wir dürfen dann sehen, wie wir dann wieder ins Kampfgebiet zurückkommen, oder wie? Das fällt mir absolut nicht. So, zack. Genau das. Genau das meine ich. Das nervt einfach nur, Leute. Gut, aber es ist ja nur noch er. Der natürlich jetzt hier... versucht einen Abgang zu machen. Was heißt, ich versuche einen Abgang zu machen. Will der nicht angreifen? Sefus der Gierige? Oder? Ja, und tatsächlich ist es auch Sefus der Gierige, der uns hier durch die Gegend scheucht mit seinen komischen Fähigkeiten. So, mein Freund, aber du bist eh gleich tot. Och, ja. Ein zäher Gegner. Und wie geht's euch so, Leute? Ja, also ich muss jetzt sagen, die letzten Tage so richtig schön heiß und warm. Ja, da ist so Gegnerschnetzeln doch genau das Richtige in dem Moment. So, zack, natürlich eine Falle. Klar, was auch sonst. So. Noch nicht. Ja, noch nicht bereit, ja, okay. So. Ich glaube, das sollte es jetzt aber hier hinten an der Ecke von den Gegnern her gewesen sein. Ja, natürlich hast du hier... Zack, ich hoffe mal nicht, dass sie irgendwie noch sterben wird. Weil ich einfach mal so in die Fallen reinlaufe und da kann ich großartig drauf achten. Ganz am Anfang habe ich das, glaube ich, noch gemacht, aber mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Ist vielleicht irgendwann dann doch ein Fehler, ne? Wenn mal eine Falle kommt oder wenn die Fallen mal an anderer Stelle dann vielleicht mehr Schaden verursachen. Ne, wenn ich mich da dran erinnere, was später noch alles kommt. Aber ich will nichts vorne wegnehmen. Gegenteil. Wir sind mal hier durch die Barrikade, durch nördliches Hochland. Herzlich willkommen hier drin. Und jetzt kann man dann natürlich hier auf uns richtig umsehen. So, wobei ich natürlich nicht weiß, wie groß das jetzt hier noch ist. Könnte es sein, dass das ebenfalls ganz riesig ist. Ja, riesig ist, das wollte ich sagen. Ne? Ganz riesig klingt lustig. So, Jack. Was könnte uns von Nutzen sein? Ich weiß nicht, was sie jetzt genau gesagt hat. Dieser Schatz. Achso, links kann ich ja nachlesen. Warte mal, auch mal wieder ein. Welcher Schatz, aber meintest du? Welchen Schatz meintest du? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier hinter. Oben ist was. Altar der Kaste da. Ist natürlich nichts drin. Ich frage mich, was Leute dazu bringt, Kultisten zu werden. Sie müssen entsetzlichen Kummer leiden. Ja, das stimmt wohl. Ne? Die Frage ist, glaube ich, gerechtfertigt, weil normalerweise jeder müsste es eigentlich schon sehen, was diese Kastra eigentlich für Wesen sind im Endeffekt, ne? Genau das gleiche gilt für die Kultisten übrigens auch, ne? Oder für den Zirkel da, die Kultisten des Zirkels. So, hier haben wir übrigens... Zack, einmal einen Wegpunkt. Und letzten Endes... noch ein paar schwache Gegner. Okay. Weltmatte. Was schießen die eigentlich? Die Weltmotten. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, so. Ja, kein technischer halber, ja, mit was wir da schießen. Das ist
Das wäre mal interessant zu wissen. Aber da gibt es wahrscheinlich mehr als genug. Oh, Moment mal, da ist ein Champion. Ballern der Unverwundbare. Ja, mal gucken, wie unverwundbar er ist. Ich krieg's jetzt erst mit. Dann ist wahrscheinlich auch er derjenige, der hier mit dem ganzen Zeug hier rumschießt. Auch noch versucht, unser Liebelein, unsere Verzauberin, dem Erdboden gleich zu machen. Aber nicht mit mir, mein Freund. So, wie viel hast du denn überhaupt an Erfahrungspunkten? Fehlt meine Tochter da oben. Knapp 48,5 Millionen. Und trotzdem hat es dir nichts genützt. Wir nehmen mal deinen Atem des Todes, den listigen Brecher. Und dann schauen wir mal kurz ins Inventar rein. Was haben wir hier? Das ist nichts. So, was haben wir hier? Oh, seltener Beinschutz. 754 Rüstung plus 387 Stärke plus 89 Widerstand gegen alle Schadensarten. Erhöht den Schaden von Schlitz um 9%. Nur Kreuzritter, ist klar. Wir sind Kreuzritter. Plus 31% mehr Gold von Gegnern. Und erhöht den Radius, in dem Gold und Heilkugeln aufgesammelt werden um 2 Meter. Ja. Was? Erbissisches Färbemittel. Okay, Winterfärbemittel. Werteveränderung beim Anlegen. Plus 3,6% Schaden, plus 4,6% Sicherheit und plus 4,4% Erholung. Leute, das ziehe ich direkt an. Na klar. So. Ne? Und da seht ihr, ich achte nicht mehr nur auf die Rüstungswerte. Nein, sondern auch jetzt mittlerweile verstärkt eigentlich eher unten auf die Werteveränderung beim Anlegen. So, und der Rest bringt natürlich rein gar nichts. Wie immer. Wie kann es denn auch anders sein? Wie kann es denn anders sein? Wollen wir irgendwas? Nein. So. Mal kurz hier raufschauen. Der Hochlandwandler. Noch einer von vielen. Wo willst du denn hin? Wieder erstmal bei uns vorbei, bevor er angreift? Okay. Ich glaube, der hat so vielleicht eine Brille notwendig gehabt. Vielleicht hat er uns gar nicht richtig gesehen. Ich gedacht, ich stehe da ganz, ganz weit entfernt. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? So ein Baum mit Brille. Wobei, nein, Baum kann man ja nicht sagen. Es ist ja ein Tier, ne? Der Hochlandwandler ist ja kein ist ja keine Pflanze. Er ist ein Tier. Und hier gibt's noch eine Truhe. So. Ja, komm nach Zorn. So, zack. Gut, was haben wir hier? Überflutete Trishula des Todes. Bringt die vielleicht meiner Verzauberin irgendwas? Mir wahrscheinlich eher weniger, außer dass es eine Zweihandwaffe ist. Und nein, natürlich, ich die nicht anziehen will. Geschweige denn anziehen. Werte. Oh ja, und hier stürzt erstmal das Haus ein. Eine Klasse. Okay, was will man denn noch warten, wenn so ein Ding schon brennt? Dann kann es ja irgendwann nur zusammenstürzen. Schätze ich jetzt einfach mal. Also ich kenne kein Haus, was brennt und nach dem Brand schöner aussah als vorher. Wobei es das vielleicht je nach Bauweise dann doch so sein könnte, eventuell. Okay, dritter Dorfbewohner und ein Hochlandwandler. Der den wahrscheinlich hier umgebracht hat und gedacht hat, komm, ich lass den mal liegen. Wenn der nächste kommt, jetzt gehen wir auch gleich nach oben. Und jetzt, ihr seht, jetzt ist er selber tot. Hier kommen wir leider nicht weiter. Das sind immer so Stellen, ne? Da hätten sie noch ein bisschen mehr einbauen können, wenn ich ehrlich bin. Haben sie nicht, macht auch nichts. Weil es sieht trotzdem immer noch fulminant aus. Und wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, wie alt eigentlich mal Diablo 3 hier insgesamt ist. Also wie viele Jahre dieses Spiel jetzt schon existiert. Und ich meine, klar, die Leute, ne, also damals, was rauskam, war es top. Ist es heute immer noch. Man darf nicht vergessen, was auch so dahinter steckt, das Ganze zu warten, die ganzen Server, ne? Ich meine, das Ganze funktioniert ja online. Also zusätzlich zu dem, was man da so am Bildschirm sieht, ne? Ist klar, das wird natürlich am heimischen Rechner vorproduziert, mehr oder weniger. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Wer seid ihr denn? Ach so, sehen die so aus, ja? Wenn die sich immer noch versteckt fühlen, ist ja... Genial, das habe ich noch nie gesehen vorher. Oder zumindest habe ich noch nicht mitgekriegt und noch nicht wirklich drauf geachtet. Ja, irgendwie ist so krass, bin erstmal da durch. Vielleicht war es auch ein Bug, keine Ahnung. Aber wenn es ein Bug war, dann war es ein verdammt geiler Bug. Hat mir gefallen, wie die jetzt ausgesehen haben. So, aber irgendwie, ja. Komm, zack, zack, zack. Ihre Eindrücke immer wieder und
Bachakon Stufe 22, was ist denn hier noch los? Schöne Sache auf jeden Fall. So, Offensivpunkt haben wir bekommen. Angriffsgeschwindigkeit oder Abklingzeit, Reduktion oder kritische Trefferchance oder kritische Trefferschaden. Ich würde mal sagen, wir nehmen diesmal tatsächlich einfach mal die kritische Trefferchance dazu. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So, was haben wir hier noch? Einen toten Dorfbewohner mit Gold. Ist klar, die haben auch ganz, ganz viel Gold gehabt. Genau wie die Kassra. Wobei, bei den Kassra kann ich mir vorstellen, alles, was glänzt und glitzert, einfach mal mitgenommen. Aber bei zum Dorfbewohner, ich weiß nicht. So, den haben wir direkt mal angegriffen. Ja, war alles so geplant, Leute. Ich wusste, dass er da oben steht, deswegen hat meine Fähigkeit natürlich. Habe ich jetzt auch nur da draufgehauen auf die Trommeln und alles. Joa. Ist natürlich Quatsch, aber muss man ja keinem verraten. Muss man ja keinem verraten. Und dann war es das dann schon hier? Okay. Okay, Leute. Dann würde ich aber mal sagen... Ups, Moment, was haben wir denn hier? Plus 11,3% Schaden, aber minus 21... Nee, das lasse ich mal schön sein. Okay, Leute, dann soll es das aber ja, so fast gewesen sein. Ich denke mal, das ist wirklich lang genug für diesen Bart. Wir gehen jetzt einfach nach Neutristram zurück. Wir werden dort die Sachen wiederverwerten, so wie beim letzten Mal quasi. Ich denke mal, das wird jetzt so gängig werden. Weiß ich noch nicht genau. Zack, da sind wir schon. Die Sachen mal wiederverwerten. Zack, zack, zack. Also was heißt gängig werden, ist natürlich immer so eine Sache, ne? Moment mal, warum? Wiederverwerten, warum? Warum hat es den denn jetzt nicht wiederverwertet? Okay, soll uns eigentlich wurscht sein. Wir bringen das Zeug mal eben zurück in die Truhe. Und dann soll es das für diesen Bart gewesen sein. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Ansonsten halt nicht. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Diablo 3 auf Meister. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.